Liebe Mitglieder der Legio Maria, liebe Jubiläumsgäste, 100 Jahre Legio Maria, sie sind ein Anlass zum Feiern. Die Gründung durch Frank Duff am 7. September 1921 ist außergewöhnlich fruchtbar gewesen. Das zeigt etwa ein Blick auf die Geschichte der Weltmission, an der sich die Legio Maria schon bald nach ihrer Gründung beteiligte. 1931 begann die Legio ihre Arbeit in Indien. Am 7. September 1933 eröffnete sich der Weg nach Afrika, zuerst in Nigeria und vor allem ab 1945 nach China. Jetzt zitiere ich einen Missionswissenschaftler, einen Stallapater aus Deutschland: die unerwartet schnelle Ausbreitung und außerordentliche Wirkkraft der Legio Maria in China wurde als das chinesische Wunder bezeichnet. Das war eine unschätzbare Hilfe angesichts der sehr bald folgenden blutigen Unterdrückung durch die Kommunisten. In Afrika gehen nach Schätzungen 80% der Bekehrungen auf sie zurück. Offensichtlich entsprechen der betont religiöse Geist und der feste Rahmen der Legio Maria besondererweise der afrikanischen Mentalität, denn wo immer sich Legio Maria entfaltet, so der Stallapater, erwacht in den Gemeinden ein neuer Geist und lassen pastorale Erfolge nicht lange auf sich warten, selbst unter schwierigsten Verhältnissen. Diese missionarische Fruchtbarkeit sollten wir uns auch für unsere Heimat wünschen. Die Besinnung auf die geistigen Wurzeln der Legio kann uns dabei helfen. Das Thema für meinen Vortrag habe ich gewählt, wie schon genannt wurde: Maria als Mutter und Mittlerin in der Catena Legionis, geschichtliche Hintergründe und theologische Aktualität. Ich habe jetzt keinen PowerPoint vorbereitet, aber das ganz einfach in drei Punkten. Zuerst, und der ausführlichsten, geht es um die Catena Legionis, die wir gleich auch gemeinsam beten werden. Also Dinge, die Sie zum Teil schon kennen, aber andere Dinge, die Ihnen wahrscheinlich unbekannt sein werden. Dann Punkt 2, die Hintergründe, gerade auch des Gebetes der Catena Legionis, in dem Wirken des belgischen Kardinals Mercier, worüber ich auch ein ganzes Buch geschrieben habe. Dann der dritte Punkt ist dann die Aktualität dieses Gebetes in der Gegenwart. Nun, der erste große Punkt, die Catena Legionis. Die Catena Legionis ist Ihnen allen, denke ich, bestens bekannt. Catena meint die Kette des Gebetes, bei dem jedes einzelne Glied zählt, jeder von Ihnen. Es wird eine Kette, so das Handbuch der Legio, die sich aus Gliedern zusammensetzt, jedes einzelne davon notwendig, damit sie vollkommen ist, soll jeden Legionär mahnen, in der Kette des täglichen Legionsgebetes kein zerbrochenes Glied zu sein. Sie steht im Zentrum der wöchentlichen Treffen und des täglichen Gebetes der Mitglieder, so auch heute. Sie enthält das Magnificat, eingerahmt eine Antiphon aus dem Hohenlied. Einem Versikel mit Antwortvers folgt eine Oration, ein Gebet. Das Handbuch der Legio Mariens bezeichnet die Catena als Hauptgebet und betont ihre Bedeutung folgendermaßen: Es gibt nichts Schöneres in der Legion als das gemeinsame Beten der Corona. Ob sich das Präsidium in einem Zustand der Freude oder Enttäuschung befindet, oder müde auf dem Weg der Routine dahinschleppt, die Catena kommt wie ein Hauch vom Himmel, ganz erfüllt vom Wohlgeruch Marias, die Lilie und Rose ist, der wunderbarerweise erfrischt und erfreut. Im Zentrum steht das Magnificat, der Lobpreis der Gottesmutter, die nach der Ankündigung der Geburt Jesu und nach der segensvollen Begegnung mit Elisabeth Gott dankt für die Heilstaten Gottes.
Das Handbuch der Legio Marien zitiert den französischen Dominikaner Rogatien Bernard mit seinem Werk über das Geheimnis der Mariens, das abhebt auf die Bedeutung der Gnadenmutterschaft. Ich zitiere: In erster Linie möchte ich auf das Magnificat verweisen. Ich glaube nämlich, dass man in diesem Lobpreis ein unerhört wichtiges Dokument der Gnadenmutterschaft Marias sehen darf, was vielleicht noch nicht von allen erkannt worden ist. Wir wissen, dass die heiligste Jungfrau mit dem Augenblick der Verkündigung mit Christus eins ist. Sie bekennt sich als Vertreterin der gesamten Menschheit, eng verbunden mit allen Geschlechtern und eng verknüpft mit dem Schicksal jener, die wirklich ihr eigen sind. Dieser Gesang ist das Lied ihrer geistlichen Mutterschaft. Das zitierte Werk des französischen Dominikaners geht im Kern zurück auf den Mariologischen Kongress in Chartres 1927, die erste Tagung dieser Art in Frankreich nach der Tagung in Lyon im Jahre 1900, also für ganz Frankreich. Erstmals veröffentlicht wurde es 1933, wenige Monate vor der Gründung bis heute existierenden Französischen Gesellschaft für Mariologie. Bernard wirkt in seinem wichtigen Buch Die Lehre der Heiligen Schrift und Überlieferung zur Gnadenmittlerschaft der Gottesmutter. Besonders wichtig ist ihm der Ansatz des heiligen Thomas von Aquin, also vor allem Maria als Vertreterin der ganzen Menschen, ihrer bräutlichen Antwort auf das Werk Christi. Eingerahmt wird das Dankgebet Mariens seiner Antiphon aus dem Hohenlied. Wer ist es, die da aufsteigt wie die Morgenröte, schön wie der Mond, leuchtend wie die Sonne, furchtbar wie ein Heer in Schlachtbereitschaft? Das Hohelied besingt die Liebe zwischen Braut und Bräutigam. Seine Aufnahme in die Heilige Schrift setzt freilich die symbolische Deutung der bräutlichen Liebe voraus. Die Braut des Hohenliedes bedeutet nach jüdischer Deutung das Volk Israel, das sich Gott seinem Bräutigam hinschenkt, aber auch die menschliche Seele in ihrer Beziehung zu Gott. Aus christlicher Sicht erscheint sie als Vorausbild der Kirche in ihrem Liebesbund mit Christus. Die Kirche wiederum findet in Maria ihr Urbild. Die marianische Deutung des Hohenliedes beginnt im 4. Jahrhundert mit dem heiligen Ambrosius von Mailand. Für die kirchliche Überlieferung vorbildlich ist die Auslegung etwa bei Cornelius a Lapide, der sich auf drei Sehweisen konzentriert: die Beziehung Christi zur Kirche, zur heiligen Seele, also zu uns allen, und zur seligen Jungfrau Maria. In der wortwörtlichen Lektüre des Hohen Liedes beschreibt der zitierte Vers die Bewunderung des Bräutigams. Die Schönheit zieht ihn an, aber mit der Anziehung ist zugleich der Schrecken verbunden, oder die Ehrfurcht, angesichts der unverfügbaren Würde und Erhabenheit seiner Braut. Einige Verse zuvor heißt es im Hohen Lied: Schön bist du, meine Freundin, lieblich wie Jerusalem, furchterregend wie Heerscharen. Eine marianische Deutung, durch das Bild des Heeres mit einbezieht, stützt sich auf das Festoffizium zur Aufnahme Mariens in den Himmel seit dem frühen Mittelalter, den der gesamte Vers des Hohen Liedes vorkommt. Das passt auch ganz gut auf unsere Lage, denn wir haben nebenan die Jesuitenkirche, der Patrozinium Marienhimmelfahrt ist. Der spanische Theologe Martin von Lyon um 1200 sieht hier passend zum liturgischen Umfeld eine Schilderung der Aufnahme Mariens in den Himmel. Die Morgenröte steht für die Überwindung der Finsternis, die in der Verderblichkeit besteht. Maria ist schön wie der Mond, aber eigentlich noch schöner, denn der Mond verändert sich, während die Gottesmutter stets die Finsternis der Heiligen Kirche erhält. Sie ist auserwählt wie die Sonne, denn Christus, die Sonne der Gerechtigkeit, wollte durch sie
geboren werden. Als schrecklich wie ein Heer in Kampfbereitschaft wird sie beschrieben, weil sie bei ihrer Auffahrt in den Himmel begleitet wurde von dem gesamten himmlischen Heer der Engel und den Seelen der Auserwählten. Ein weiterer Theologe der gleichen Zeit, Adam von Persenje, betont, dass die Aufnahme Mariens in den Himmel sie für die Mächte des Bösen schreckenerregend gemacht habe wie ein schlachtbereites Heer. Ähnlich Papst Innozenz III. In einer Festpredigt zum Fest der Aufnahme Mariens, weil Maria voll der Gnade war in der Fülle der Tugenden, erschien sie schreckenerregend für die Laster und die Dämonen. Die Stelle aus dem Hohen Lied findet sich wörtlich vor der Liturgiereform von Papst Paul VI. Im Stundengebet zum Hochfest der Aufnahme Mariens, und zwar als Benediktus-Antiphon in der Laudes. Eine abgekürzte Fassung des gleichen Verses taucht noch drei weitere Male auf. Als Antiphon zum 5. Psalm bei Vesper und Laudes sowie für die Non. Da heißt es, schön bist du und eine Zierde Tochter Jerusalem, furchtbar wie ein geordnetes Kriegsheer. Oder auf Lateinisch, Pulcha est edicora, filia Jerusalem, terribiles ut castrorum acies ordinata. Der Vergleich Mariens mit einem siegreichen Heer findet sich in der Theologie des Mittelalters, aber schon vorher im griechischen Osten. Vor allem im 8. Jahrhundert, etwa bei Andreas von Kreta. Erwähnt sei auch der hierzulande bekannte Hymnos Akathistos, dem es heißt, unbesiegbare Heerführerin, dir gelten die Lieder des Sieges. Aus der Gefahr befreit, bringt deine Stadt, Gottesgebärerin, dir Hymnen des Dankes entgegen. Du von unwiderstehlicher Macht befreie mich von jeder Gefahr. Die Stadt ist hier Konstantinopel, heute leider Istanbul, und sich auch anwendbar auf die Stadt Wien, mit bestimmten Bedrohungen, die Sie alle sicher bestens kennen. Nun, Frank Duff schöpft den Vergleich Mariens mit der Acies Ordinata aus der Liturgie, lässt sich offenbar aber auch anregen durch das Werk des heiligen Ludwig Maria Grignion von Montfort. In der Abhandlung über die wahre Marienverehrung heißt es, Maria wird für den Teufel und für die bösen Geister schrecklich sein, wie ein geordnetes Schlachtheer, nämlich in der Endzeit. Denn der Teufel weiß, dass ihm immer weniger Zeit bleibt, um die Seelen zu verderben. Der Vers aus dem Hohen Lied steht auch am Beginn des offiziellen Handbuches der Legio Mariens. Er hat eine programmatische Bedeutung, weil er auf den siegreichen geistigen Kampf zielt, der im Namen Legio enthalten ist. Diese Bezeichnung ist angeregt durch Grignion, der die lange Verborgenheit seiner Schrift die wahre Marienverehrung in der Truhe voraussagt, da die Hoffnung äußert auf einen gewaltigen Erfolg, nämlich eine Legion tapferer und mutiger Streiter beiderlei Geschlechts, die in den gefahrvollen Zeiten, die mehr als je sich nahen, die Welt, den Teufel und die verderbte Natur bekämpfen werden. Das heißt, verderbte Natur sind wir selbst in unserer eigenen Schwäche, immer jeden Tag zu kämpfen, dann aber auch die Welt, das heißt sozusagen die schrägen Tendenzen im Zeitgeist, die heute nicht mangeln, da muss man auch sich wehren und nicht einfach mit dem Strom schwimmen, was so tote Fische machen. Und natürlich auch die Angriffe der bösen Geister, die man nicht sieht, aber die man unter Umständen spürt. Nun, die Antiphon aus dem Hohen Lied folgt am Ende der Catena Legionis, die Anrufung Mariens, wobei ihr erbsündenfreier Lebensursprung genannt wird. O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Diese Worte stammen von der sogenannten wundertätigen Medaille, als Zeugnis der Marienerscheinung vor der heiligen Katharina Laboure in Paris, Rue du Bac, im Jahre 1830. Sie stehen für die gesamte prophetische Botschaft der Gottesmutter, die sich in der Medaille zeigt.
Schon beim ersten Treffen der Legio am 7. September 1921, also fast genau vor 100 Jahren, schmückt eine Statue mit dem Bild der Marienerscheinung den Tisch. Damals wurde empfohlen, die Medaille bei der Arbeit zu verwenden. Die Anrufung am Rand der Medaille wurde schon ab dem ersten Treffen gesprochen und nun wird sie als Teil der Catena von jedem Mitglied täglich gebetet. Das Bild der Medaille ist auch dem Vexillum Legionis eingefügt. Der Zweck der Medaille ist es, die Verehrung der unbefleckten Empfängnis zu fördern. Aber zugleich, so das Handbuch, zeigt sie uns Maria als Mittlerin der Gnaden. Dadurch bringt sie die verschiedenen Aspekte, der denen Maria Legion gesehen wird, umfassend zum Ausdruck, nämlich Maria als die Unbefleckte, die Mutter und die Mittlerin. Die Rückseite der Medaille trägt das Bild des Heiligsten Herzens Jesu und des unbefleckten Herzens Mariens. Beide Herzen werden seit dem ersten Treffen in den Eingangsgebeten der Legion angerufen. Diese Darstellung der beiden Herzen, das eine verwundet von der Dornenkrone, das andere durchbohrt vom Schwert, beide überragt vom Kreuz und vom Buchstaben M, erinnert an das Leiden und das Mitleiden, die uns die Gnaden verdient haben. Die Legionäre erbitten das Vorrecht, diese Gnaden gemeinsam mit Maria anderen bringen zu dürfen. Der Legionär ist sozusagen eine lebendige, wunderbare Medaille, ein bescheidenes Werkzeug unserer lieben Frau, das der Welt Gnade bringt. Am Ende der Catena Legionis steht ein Gebet, das Maria als Mutter und Mittlerin herausstellt. Herr Jesus Christus, unser Mittler beim Vater, dir hat es gefallen, die allerseligste Jungfrau Maria, deine Mutter, auch uns zur Mutter zu geben, damit sie unsere Mittlerin sei bei dir. Gewähre gnädig denen, die dich um Wohltaten anrufen, die Freude, alles durch sie erlangt zu haben. Amen. Das Handbuch schreibt dazu, die Catena schließt mit dem Tagesgebet des früher am 31. Mai gefeierten Festes Mittlerin aller Gnaden, der Mutter Gottes und der Mutter aller Menschen. Frenk Daff übernahm das abschließende Gebet, den am 12. Januar 1921 eingeführten liturgischen Texten des Festes Mariens als Mittlerin aller Gnaden. Dort findet es sich als Tagesgebet der Messfeier und abschließende Oration für die einzelnen Tagzeiten des Stundengebetes. Der geistige Gehalt des Festes konzentriert sich also in diesem Gebet. Unter dem Titel Maria Mittlerin aller Gnaden heißt es im Handbuch: Das Vertrauen der Legion in Maria ist grenzenlos, weiß sie doch, dass durch Gottes Ordnung Marias Macht ohne Grenzen ist. Alles, was er Maria geben konnte, hat ihr gegeben. Alles, was sie empfangen konnte, hat sie in Fülle empfangen. Um unseretwillen hat Gott sie als einzigartigen Gnadenweg eingesetzt. Wenn wir in Vereinigung mit ihr handeln, nähern wir uns Gott in wirkungsvollerer Weise und erhalten somit reichere Gnaden. Ja, wir stellen uns mitten in den Strom der Gnade, denn Maria ist die Braut des Heiligen Geistes. Sie ist der Weg für jede Gnade, die Jesus Christus uns erworben hat. Wir empfangen nichts, was wir nicht ihrem hilfreichen Eingreifen verdanken. Sie begnügt sich nicht, uns alles zu übermitteln. Sie erlangt alles für uns. Durchdrungen vom Glauben an diesen Dienst Marias ermutigt die Legion alle Mitglieder, diesen Glauben als eine besondere geistliche Einstellung zu pflegen. Als Illustration dieser Erklärung folgt ein Zitat des heiligen Bernhard von Clairvaux, das sich auch in dem zitierten Gebet der Messfeier widerspiegelt, wenn es darum geht, dass Gott alle Gnaden Maria anvertraut hat. Das Zitat stammt aus der berühmten Predigt, wo der heilige Bernhard Maria mit einer Wasserleitung vergleicht, einem Aquädukt, der uns das Wasser bringt. Das Wasser steht für die Gnade Christi, das Aquädukt hingegen ist ein Bild für das vermittelnde Wirken Mariens. Beurteile selbst, sagt der heilige Bernhard, mit welch inniger Liebe Gott Maria von uns geehrt sehen will.
da er die Fülle alles Guten in sie gesenkt hat, denn alle Hoffnung, alle Gnade, alles Heil kommt uns von ihr. Lasst uns daran nicht zweifeln. Unmittelbar nach folgt die Stelle, die das Tagesgebet der Messfeier beeinflusst hat. Verehren wir also Maria mit aller Kraft unseres Herzens, mit aller Glut unserer Seele, mit all unserem Streben. Denn so ist es der Wille desjenigen, der wollt, dass wir alles durch Maria besäßen. So ist es, sage ich, sein Wille, aber zu unserem Besten. Der Aquädukt ist das einzige marianische Symbol, das der heilige Bernhard nicht aus der Heiligen Schrift entnommen hat. Aber auch hierfür setzt er ein bei der biblischen Bilderwelt. Er geht aus von der geistigen Deutung der Wasserströme, die nach der Erzählung der Genesis das Paradies durchtränken, den Ort des gottgeschenkten Glückes am Beginn der Menschheitsgeschichte. Das ewige Leben, heilige Bernhard, ist die unermessliche Quelle, die das Paradies bewässert. Christus selbst ist diese Quelle. Das himmlische Wasser ist zu uns gelangt durch den Aquädukt, durch Maria, die der Erzengel Gabriel als die Gnadenvolle begrüßt. Das ist der erste Teil vorbei, die Corona, und jetzt geht es sozusagen zu dem, was noch dahinter steht, im Wirken des belgischen Kardinals Mercier. Nun, das genannte Gebet gehört zu den liturgischen Texten vom Fest Mariens als Mittlerin aller Gnaden, das Papst Benedikt XV. Am 12. Januar 1921 eingeführt hatte, aufgrund der Bitte von Kardinal Mercier als Primas der Bischöfe Belgiens. Kardinal Mercier wirkte als Erzbischof von Brüssel 1906 bis zu seinem Tode 1926. Er begründete die Bitte um das Marienfest mit der Befreiung Belgiens aus dem ihm zuteil gewordenen Unheil im Ersten Weltkrieg. So ein Unheil zu sein durch die Deutschen und die Österreicher, in Klammern gesagt. Gut, also jetzt hier. Der allmächtige Mittlerschaft Mariens habe diese Gnade geschenkt und deshalb möge der Heilige Vater ein besonderes Fest gestatten zur Ehren von Maria, Mittlerin aller Gnaden. Als Datum schlug Mercier den 31. Mai vor, als Übergang zwischen dem Maria geweihten Monat und dem Monat, der dem Heiligsten Herzen Jesu gewidmet ist. Den Entwurf für die liturgischen Texte erstellte ein Theologieprofessor aus Löwen, Joseph Martin Lebon. Leichte Änderungen wurden vorgenommen von der Ritenkongregation und vom Papst Benedikt XV. Persönlich. Geändert wurde auch das Tagesgebet. In der ersten Fassung begann es mit allmächtiger, ewiger Gott. Es richtete sich also an Gott, analog zu den Worten des heiligen Bernhard, wonach Gott uns alles durch Maria schenken wollte. In der jetzigen Fassung beginnt es mit Herr Jesus Christus, unser Mittler beim Vater. Maria erscheint also unmittelbar als Mittlerin bei Christus und nicht bei Gott im Allgemeinen. Diese Änderung hat keine grundsätzliche Bedeutung, sondern eine stilistische Funktion innerhalb der Festliturgie. Papst Benedikt wollte einen christologischen Beginn des Eröffnungsverses, nämlich Christus, den Erlöser, der bestimmt hat, dass wir alle Güter durch Maria haben sollen, kommt, lasset uns anbeten. Dementsprechend sollte auch das Tagesgebet christologisch beginnen. Le Bon war darüber nicht erfreut, denn nach seiner Vorstellung bildet Maria gemeinsam mit Christus ein einziges Erlösungsprinzip und verdient die Erlösung im strikten Sinne als Meritum de Condigno, also Verdienst im striktesten Sinne. Papst Pius X. hingegen hatte seine Marienenzyklika in diem Illum 1904 entsprechend der gängigen theologischen Lehre von einem
Angemessenheitsverdienst Mariens gesprochen, also Merito di Congo, nicht aber ein Verdienst nach strenger Gerechtigkeit, Merito di Condigno, wie es nur dem Gottmenschen zukommen kann. Ein Beispiel: Sie arbeiten in der Firma, wo Sie vereinbart haben, ich bekomme 10 Euro als, oder 20 Euro als Stundenlohn. Aber weil Sie so gut waren, gibt Ihnen der Chef 25 Euro. Sozusagen, dass Sie 20 Euro bekommen, ist ein Meritum de Condigno, also strikte Gerechtigkeit. Dass Sie Ihnen noch darüber hinaus etwas gibt, ist ein Meritum de Condigno. Also die Angemessenheit, aber keine Verdienst im striktesten Sinne. Nun, auch wenn Maria eng mit Christus verbunden ist, vermischt der Hinweis Le Bon's auf ein einziges Erlösungsprinzip die wesentliche Bedeutung Christi mit der untergeordneten, von ihm abhängigen Mitwirkung Mariens. Später behauptete Le Bon außerdem, Maria sei die Gottesmutterschaft nicht im Hinblick auf die Verdienste Christi geschenkt worden, sondern unabhängig davon als Gnadengabe Gottes. Diese exzentrischen Thesen entsprechen in keiner Weise dem damaligen Hauptstrom der Mariologie. Das wäre besser, das Buch von Jacques Bitrimieux, das auch der heilige Pater Kolbe mit Freude gelesen hat, das da eben deutlicher und präziser die Situation zusammenfasst. Nun, Le Bon war im Übrigen kein Vertreter der systematischen Theologie, sondern vor allem Spezialist für die syrischen Kirchenväter und Fan von Duns Scotus. Nun, nach dem redaktionellen Eingriff des Papstes konnte er sich für seine speziellen Thesen jedenfalls nicht auf die Liturgie des Festes berufen, was nicht so schlecht war. Die für Belgien bewilligten liturgischen Texte konnten auch von anderen Bistümern und Ordensgemeinschaften übernommen werden. Kardinal Mercier selbst warb dafür in Briefen an alle Kardinäle und Erzbischöfe. Schon nach einem Jahr hatte über ein Drittel des Weltepiskopates eine positive Antwort gegeben. In den folgenden Jahren erbaten noch viele andere Bistümer und Ordensgemeinschaften die liturgischen Formulare. Bei der Vorbereitung des Zweiten Vatikanischen Konzils äußerten sich zahlreiche Stimmen, die eine formelle Ausdehnung der liturgischen Feier auf die Gesamtkirche wünschten. Als Papst Pius XII. 1954 das Fest Maria Königin einführte und dafür den 31. Mai bestimmte, wurde das Fest von Marias Bittern aller Gnaden vielerorts auf den 8. Mai verlegt, aber auch auf andere Daten zum Teil. Unter diesem Datum findet es sich auch in dem Messbuch Johannes des 23. 1962 unter den Texten, die für einige Orte gelten, Pua Liquibus Locis, und von jedem Priester der Velikis römischen Ritus, der dazu berechtigt ist, als Votivmesse gefeiert werden können. 1971 überarbeitete die Sakramentenkongregation die Texte der Messfeier, wobei die Universität der Gnadenvermittlung nicht mehr im Titel auftaucht. Das Marien-Messbuch 1986 übernommene Votivmesse gilt Maria als Mutter und Mittlerin der Gnade. Im offiziellen geschichtlichen Vorwort zu diesem Messformular heißt es, dass die von Kardinal Mercier erbetenen Texte eine fast allgemeine Verbreitung gefunden haben. Kardinal Mercier war sehr zufrieden mit der Verbreitung des Messformulars von Maria als Mitterin aller Gnaden, aber eigentlich wollte er noch mehr. In seinem Brief an die Kardinäle und Erzbischöfe im April 1921 wies er darauf hin, dass er 1913, tatsächlich erst seit 1950, also nach dem deutschen Einmarsch in Belgien, der Klerus des Bistums Mechelen die provinziale religiösen Kongregationen in Belgien, die theologische Fakultät der Universität Löwen und alle Bischöfe Belgiens sich an den Papst gewandt hatte, um die dogmatische Anerkennung der universalen Mittlerschaft der seligen Jungfrau zu erlangen. Am 12. Januar
habe die Ritenkongregation das Fest für alle Bistümer Belgiens bewilligt, wobei Papst Benedikt sehr gerne zugestimmt habe. Alle Bischöfe können das Fest für ihre Bistümer bei der Ritenkongregation beantragen. Die Bischöfe Spaniens haben bereits zugestimmt. Der Heilige Vater selbst habe es in seinen Privatkalender eingefügt. Kardinal Messier äußerte seine innige Überzeugung, dass eine dogmatische Proklamation der universalen Mittlerschaft Mariens den Bistümern und der ganzen Kirche ausgewählte Gnaden erlangen werden. Die Bereitschaft des katholischen Episkopates, ein besonderes Fest zu feiern, würde zweifellos den Tag beschleunigen, an dem es unserem göttlichen Erlöser gefallen wird, durch seinen Stellvertreter universelle Mittlerschaft seiner Mutter und unserer Mutter verkünden zu lassen. Positive Antworten kommen unter anderem aus Irland, der Heimat von Frank Duff. Bei seinen Bemühungen, eine dogmatische Verkündigung des Dogmas zur universalen Mittlerschaft Mariens, sieht Kardinal Messier eine enge Verbindung zur Spiritualität des heiligen Ludwig Maria Grignion von Montfort. Seine bereits etwa 1712 verfasste Schrift über die wahre Marienverehrung ist erst am 15. Juni 1842 entdeckt worden und erfuhr dann nach seiner Publikation ab 1843 eine begeisterte Verbreitung. Die in der Seligsprechung des französischen Volksmissionars durch Papst Leo XIII. 1888 und der Heiligsprechung durch Pius XII. 1947 ihren kirchlichen Segen erfuhr. Im Zentrum der marianischen Spiritualität des heiligen Ludwig Maria steht die vollkommene Hingabe an Christus durch Maria. Die Weihe an die Gottesmutter ist dabei die logische Folge ihrer innigen Verbindung mit Christus bei der Vermittlung der Gnade. Das geistige Vermächtnis von Kardinal Mercier zu unserem Thema ist das vom am 1. November 1924 veröffentlichte Hirtenwort unter dem Titel Universale Vermittlung der heiligsten Jungfrau Maria und die wahre Andacht an Maria des seligen Ludwig Maria Grignion von Montfort. Es erschien auch bald danach auf Englisch 1927, natürlich wichtig für Frank Duff. Mercier betont am Beginn die Verehrung Mariens als Mittlerin aller Gnaden und die Andacht im Geiste Montforts sind keine Neuerungen der Kirche, sondern eine Entwicklung von Glaubensüberzeugungen, die so alt sind wie unser Glaube. Sie bilden die Folgerung aus dem, was das Wesentlichste in der christlichen Frömmigkeit darstellt, nämlich die Hingabe unserer selbst an Gott durch Jesus Christus. Jesus Christus ist unser Erlöser und der Urheber unseres Gnadenlebens. Das Erlösungswerk erfüllt sich aber nicht ohne die Zustimmung Mariens zur jungfräulichen Empfängnis des Gottmenschen. Maria schließt sich der Opferhandlung Jesu auf Kalvaria innerlich an. In Johannes vertraut Jesus seiner Mutter die gesamte von ihm geliebte Menschheit an. Aus dem mitleidenden Herz seiner Mutter sieht er die zarte Liebe ausstrahlen für alle Kinder, die geistig zum Leben der Gnade geboren werden. Er ist ihr Erlöser, sie ihre Miterlöserin. Über alle Kinder Gottes erstreckt sich Mariens mütterliche Sorge. Sie ist der Erwerbung der Heilsgnaden beigesellt worden. Sie wird in der Folge ihrer Verteilung beigesellt werden. Soweit Kardinal Mercier. Das könnte fast stammen von Papst Johannes Paul II. Nun, Mercier sieht eine enge Verbindung zwischen der vollkommenen Andacht Grignions an Maria und der universalen Gnadenmittlerschaft der Gottesmutter. Der belgische Kardinal nimmt auf die Bedeutung Grignions schon 1918 einem Hirtenbrief Bezug, aber seine Verbindung zu dem französischen Heiligen wächst durch die Ankunft der Montfortaner Patres, die im März 1921 in Löwen ihre erste Niederlassung gründen. Sie betreuten seit 1922 das erste Marienheiligtum auf der Welt, das der Mitren aller Gnaden geweiht wurde.
Schon im Jahr 1921 gründeten sie die Zeitschrift Die Standard von Maria, also auf Flämisch, Holländisch, die seitdem immer wieder die universelle Mittlerschaft Mariens zum Thema machte. Eine weltweite Verbreitung der vollkommenen Andacht Grignons ist für den belgischen Kardinal gleichbedeutend mit dem Gelingen des Anliegens der dogmatischen Definition. Das heißt, wenn der heilig ist, ist automatisch auch da das Dogma, meinte er. Mercier freute sich über eine 1916 in den Acta Apostolicae Sedis abgedruckte Stellungnahme Benedikts XV., der das Werk und die wahre Andacht zur jüdischen Jungfrau ausdrücklich lobt und seine Verbreitung empfiehlt. Während eines Besuchs bei Papst Pius XI. Am Weihnachtsfest 1924 erfuhr der Kardinal, dass der 1922 gewählte neue Papst die Marienandacht Grignons schon von Kindesbeinen an praktiziere. 1925 verfasste Kardinal Mercier mehrere Bittschriften, dann Ablassgebet, um durch die Heiligsprechung Grignons das neue Dogma zu erreichen. Der belgische Kardinal starb am 23. Januar 1926. Seine letzten Worte lauteten Marie Mediatrice, also Maria Mittlerin. Seine Bittschriften mit zugunsten der Heiligsprechung von Grignon trugen wesentlich dazu bei, dass am 28. Februar 1928 die Ritenkongregation ihre Zustimmung erteilte, eine Kommission zur Heiligsprechung Grignons einzusetzen. Dieses Ziel wurde erreicht, als Papst Pius XII. Den Volksmissionar aus der Bretagne 1947 zur Ehre der Altäre erhob. Schon zu Lebzeiten Merciers, also 1922, errichtete der Heilige Stuhl drei päpstliche Kommissionen gleichzeitig, stellen Sie sich vor, drei päpstliche Kommissionen. Stellen Sie sich vor, Papst Franziskus würde gleichzeitig drei Kommissionen zur Frauendiakonat ernennen, was weiß ich, USA oder Deutschland und Italien. Gut, auch die deutschen Bischöfe befassten sich damit. Als Papst Pius XI. In den 20er Jahren eine Weiterführung des Ersten Vatikanischen Konzils vorbereitete, sozusagen das Zweite Vatikanum, erschienen als Programmpunkte für die Konzilsarbeit auch die universelle Mittlerschaft Mariens und die leibliche Aufnahme der Gottesmutter in den Himmel, die Pius XII. Dann 1950 definierte. Die Anliegen Merciers waren auch auf dem Zweiten Vatikanum präsent. Viele Bischöfe hätten sich eine dogmatische Klärung der Gnadenmittlerschaft Mariens gewünscht, auch wenn der von Johannes dem 23. Gewollte pastorale Charakter des Konzils und ökumenische Rücksichten diese Hoffnungen enttäuschten. Dogmatische Konstitution der Kirche, Lumen Gentium, enthält freilich ein eigenes Kapitel über Maria im Geheimnis Christi und der Kirche. Die beiden Hauptredaktoren waren ein belgischer Spezialist für die Lehre von der Kirche, Gérard Philips, und der kroatische Franziskanerpater, sie Präsident der päpstlichen Internationalen Marianischen Akademie, Carlo Balic. Balic studierte als junger Mann in Löwen, als Initiativen Kardinal Merciers auf Hochtouren liefen, und promovierte bei Le Bon über Don Scotus. Marianische Kapitel von Lumen Gentium, mit dem Haupttext die universale Gnadenmittlerschaft Mariens nicht gelehrt, weil es, wie es heißt, das Ziel des Konzils war, eine vollständige Lehre über Maria vorzulegen oder Fragen zu entscheiden, die durch die Arbeit der Theologen noch nicht völlig geklärt sind. Nichtsdestoweniger spricht das Konzil über die Mutterschaft Mariens in der Gnadenökonomie. Die Kirche ruft Maria an als Fürsprecherin, Helferin, Beistand und Mittlerin. Da befügt Maria der Würde und Wirksamkeit Christi des einzigen Mittlers nichts hinzu. Die Einzigkeit der Mittlerschaft des Erlösers schließt im geschöpflichen Bereich eine unterschiedliche Teilnahme an der einzigen Quelle in der Mitwirkung nicht aus, sondern erweckt sie. Also Gott schließt uns nicht aus,
sondern er schießt uns ein. Eine solche untergeordnete Aufgabe Mariens zu bekennen, zögert die Kirche nicht. In diesem Zusammenhang bringt das Konzil einige Fußnoten. Vergessen Sie nicht die Fußnoten, wenn Sie kirchliche Dokumente interpretieren und auch wenn Sie eine Wohnung gemietet haben, beachten Sie das Kleingedruckte. Das kann entscheidend sein, ob Sie in der Wohnung bleiben dürfen oder raus müssen, zum Beispiel. Also die Fußnoten sind wichtig. Und was steht dort drin? Also wenn wir da diese Fußnoten hernehmen, finden wir Texte der griechischen Kirchenväter aus dem 8. Jahrhundert und diverse Texte des päpstlichen Lehramtes von Leo dem 13. bis zu Pius dem 12. Wenn die dort angegebenen Stellen nachgeschlagen werden, dann finden sich auch klare Aussagen über Maria als Mitterin aller Gnaden in Christus. Wenn ein künftiges Konzil, Vatikanus 3 oder 4, ich weiß es nicht, diese Lehre zu einem formalen Dogma erheben möchte, bräuchte es eigentlich nur den Gehalt der Fußnoten des Zweiten Vatikanums in Haupttext zu stellen. Ganz wichtig ist es auch, dass das Zweite Vatikanum das größte Hindernis beseitigt hat, das dem von Kardinal Mercier gewünschten Dogma entgegenstand. Das ist überraschend, aber ziemlich klar. Schon im Jahre 1916 hatte der italienische Dominikaner Lepidi als Gutachter des Heiligen Offiziums die Lehre der belgischen Bischöfe von Maria als Miterlöserin zurückgewiesen. Dass Maria an der Erlösung mitgewirkt habe, sei eine Erfindung der letzten Jahrhunderte. Die Mitwirkung Mariens an der Erlösung war in der Bittschrift der belgischen Bischöfe der logische Grund dafür, ist die Prämisse, dass sie auch durch ihr Angemessenheitsverdienst, Meritum de Congo, und ihre Fürbitte an der Austeilung aller Gnaden mitwirkt, die Christus uns in der Erlösung verdient hat. Die Widerstände in der Mitwirkung Mariens an der Erlösung lockerten sich freilich auf dem Mariologischen Weltkongress in Lourdes 1958, als er erkannte, dass die Erlösung bereits mit der Inkarnation des Gottessohnes beginnt und dabei die Mitwirkung Marias nicht geleugnet werden kann. Sie war nicht passiv, sie hat aktiv Ja gesagt. Girard Philips hatte ursprünglich eine minimalistische Position, die die Mitwirkung Mariens an der Erlösung ablehnte, aber spätestens in der Auseinandersetzung mit Balitsch erkannte er, dass er seine Position ändern müsste. Also sozusagen durch einen Ringkampf zwischen zwei Belgen, das ist sozusagen dem Professor Philips und Pater Balitsch, und da hat sozusagen Balitsch sozusagen, da, zu diesem Punkt zumindest, hat da gesiegt. Zu Recht, das war sozusagen auch seine mariologische Expertise. Nun, das kommt auch hinein in den Konzilstext. Das Konzil lehrt mit aller Deutlichkeit, dass Maria beim Werk des Erlösers in durchaus einzigartiger Weise mitgewirkt hat, sowie der Herstellung des übernatürlichen Lebens der Seelen. Darum ist sie uns in der Ordnung der Gnade Mutter. Und das ist wichtig, denn sozusagen der Begriff der Miterlöserin wird nicht verwandt. Er hat gesagt, ja, der Begriff ist vollkommen richtig, um die Protestanten nicht zu ärgern, brauchen wir ja nicht. Aber der, was dieses Wort Miterlöserin sagt, nämlich die einzigartige Mitwirkung Mariens an der Erlösung, das ist im Text ganz klar vorhanden. Also, die wir nun den Bogen gespannt haben, von der im Jahre 1921 eingeführten Festmesse bis zum Zweiten Vatikanum, sondern noch einen Blick geworfen auf die Lehre von Marias geistiger Mutterschaft und Gnadenmittlerschaft bei Frank Duff, insbesondere bei seiner Rezeption Grignons. Frank Duff gehörte seit 1913 zur St. Vinzenz-Konferenz, die sich aus einer tiefen religiösen Verankerung heraus den damals akuten sozialen Problemen in Dublin widmete. Ich habe gestern das Musical nicht verfolgen können, aber ich denke, das haben die sich alle damit hineingenommen. Der Vinzenz von Paul pflegte eine vorbildliche Marienverehrung.
1918 schenkte ein Freund der St. Vinzenz-Konferenz, Frank Duff, ein Exemplar von Grignons Traktat über die wahre Marienverehrung. Dieses Geschenk bereicherte sein Leben derart, dass es das wichtigste theologische Buch in seinem Leben wurde. Natürlich nicht das einzige Buch, aber das wichtigste. Frank Duff war als Laie kein professioneller Theologe, hat sich aber doch intensiv mit theologischen und gerade mariologischen Fragen auseinandergesetzt. Das ab 1928 zuerst privat zirkulierende Handbuch der Legion, 1937 das Imprimatur erhielt und seither in mehreren Auflagen erschien, ist ein wichtiges Zeugnis dafür. 1956 erhielt Duff den Marianischen Preis der Universität Dayton, Ohio, in den USA. Erwähnenswert sind auch das Ehrendoktorat in Jurisprudenz, Universität Dublin 1968, sowie die kirchlichen Ehrungen, die Verleihung des Gregoriusordens durch Papst Johannes XXIII. Und die Einladung an der vierten Sitzungsperiode des Zweiten Vatikanums als Laienauditor teilzunehmen. Schon bevor Duff mit den Werken Grignons bekannt wurde, erfuhr er eine theologische Prägung, die bereits in die gleiche Richtung ging. Seine Schulbildung verdankte er den Spiritanern, den Vätern vom Heiligen Geist, die ganz von ihrem französischen Ursprung geprägt waren. Deren Gründer, Claude-François Poulard-Desplaces, gründete seine Gemeinschaft am Pfingstsonntag und nannte sie Gemeinschaft vom Heiligen Geist und der unbefleckt empfangene Gottesmutter. Beeinflusst wurde er dabei durch Grignon von Montfort, seinen persönlichen Freund. Heute, schon zur Schulzeit von Frank Duff, heißt der Orden Kongregation vom Heiligen Geist unter dem Schutz des unbefleckten Herzens Mariens. Die Bedeutung des heiligen Grignon, und dass dieser Name vorkommt, deutet sich vielleicht schon an einer programmatischen Schrift Frank Duffs an, die er 1916 verfasste, also 5 Jahre vor der Gründung der Legio, als junger Mann von 27 Jahren. Der Titel lautet: Können wir Heilige sein? Das Anliegen liegt bereits einen wichtigen Akzent des Zweiten Vatikanischen Konzils voraus, der freilich in der Folgezeit mancherorts in Vergessenheit geriet. Die Berufung aller Christen zur Heiligkeit. Das wäre ein schönes Thema für die synodalen Prozesse auf Weltebene Gegenwart. Die Ausführungen Frank Duffs bringen auch die Bedeutung Mariens zur geltenden Weise, die bereits an Grignon erinnert. An jedem Morgen sollen die Gläubigen den Tag Christus durch Maria anvertrauen. Maria ist nicht nur die Königin der Heiligen, sondern sie hat eine einzigartige Beziehung zum dreifaltigen Gott als Tochter des Vaters, Mutter des Sohnes und Braut des Heiligen Geistes. Maria ist unsere geistige Mutter, der wir uns weihen wollen, nach dem Beispiel der Kinder, die bei der Taufe Maria geweiht werden, um inniger Jesus anzugehören. Die weihende Gottesmutter, so können wir hinzufügen, hat als Grundlage die geistige Mutterschaft Mariens, die uns auf einzigartige Weise mit dem dreifaltigen Gott verbindet. Dass wir alles Jesus durch Maria schenken wollen, ist möglich aufgrund ihrer mütterlichen Mittlerschaft in Christus. Das Handbuch der Legio Mariens bringt nachdrücklich die Lehre des heiligen Grignon zur universalen Mittlerschaft Mariens zur Geltung. Legionäre mögen häufig die Schrift des heiligen Ludwig Maria, Abhandlung über die wahre Marienverehrung, sowie eine kürzere Abhandlung, das Geheimnis Mariens, lesen. Sofort danach zitiert das Handbuch einen französischen Theologen, den Einfluss des heiligen Grignon auf die Marienenzyklika Pius X. in Diem Illum weist. Ich zitiere: Vor allem war es der heilige Pius X., der uns die Lehre von der allgemeinen Mittlerschaft Marias, ihrer geistlichen Mutterschaft, seiner wunderbaren Enzyklika Diem Illum so lebendig vor Augen geführt hat. Dieses Rundschreiben ist in der Hauptsache nichts anderes als eine Darlegung der Schrift des heiligen Ludwig Maria über die wahre Marienverehrung.
Mit brennendem Herz liebte der heilige Papst diese berühmte kleine Schrift. In ganz besonders nachdrücklicher Weise empfahl er allen, sie zu lesen. Er teilte jedem, der seinem Rat folgte, den apostolischen Segen. Darüber hinaus enthält dieses päpstliche Rundschreiben über Maria nicht nur die pikanten Gedanken des großen Dieners Marias, sondern häufig auch dessen Worte. Ernest Mura schrieb diese Worte 1934 in seinem Werk über den mystischen Leib Christi, das Frank Duff tief beeindruckt hat. Mura war Vincentinerpate. Die Präfation in seinem Buch stammt von dem bekannten französischen Dominikaner Reginald Garrelor Grausch, der, wie wir heute wissen, zur römischen Kommission bezüglich des neuen Mariendogmas gehörte und dessen positives Gutachten ich vor Jahren in Löwen entdeckt habe, veröffentlicht habe. Das Handbuch zitiert Grignion mit seinen Ausführungen über Maria als Tochter Gottes des Vaters. Gott Vater hat Maria seine eigene Fruchtbarkeit mitgeteilt, insoweit ein einfaches Geschöpf sie empfangen kann, um ihr das Vermögen zu schenken, seinen Sohn und alle Glieder des mystischen Leibes hervorzubringen. Bald danach folgt ein weiteres Zitat, das die gesamte Dreifaltigkeit einbezieht. Dieser trinitarische Ansatz ist in der Tat kennzeichnend für die Theologie Grignions. Der Vater schenkte und schenkt seinen Sohn nur durch Maria. Er schafft sich nur durch sie Kinder und durch sie teilt er seine Gnaden mit. Gott Sohn ist für alle Menschen insgesamt nur durch Maria gebildet worden, die jeden Tag nur durch sie in Verbindung mit dem Heiligen Geist gebildet und hervorgebracht. Er teilt seine Verdienste und Tugenden nur durch sie mit. Der Heilige Geist hat Jesus Christus nur durch Maria gebildet, er bildet die Glieder des mystischen Leibes nur durch sie hält er seine Gaben und Gnaden aus. Angesichts dieser zahlreichen und beeindruckenden Beispiele der dreigöttlichen Personen können wir da ohne äußerste Blindheit an Maria vorbeigehen? Können wir darauf verzichten, uns ihr zu weihen und von ihr abhängig zu sein, um zu Gott zu gelangen, um uns Gott zu weihen? Soweit Grignion. Nun komme ich zum Abschluss, zum dritten Teil, der recht kurz ist, die Aktualität der Corona-Legionis. Die geistige Ausrichtung Grignions zeigt sich in neuerer Zeit ganz besonders deutlich im Pontifikat Johannes Pauls II. Dessen päpstliches Wappen das Zeichen M für Maria unter das Kreuz stellt und mit der Aufschrift Totus Tuus, also ganz dein, kommentiert. Dieses Leitwort stammt aus dem Werk des heiligen Ludwig Maria. Die Marienenzyklika des Pauls II. Redemptoris Mater empfiehlt als Vorbild für die Marienverehrung den heiligen Grignion, der den Christen die Weihe an Christus durch die Hände Marias als wirksames Mittel empfahl, um die Taufverpflichtungen treu zu leben. Die Spiritualität der Legio Mariens hat dadurch eine wichtige Unterstützung erfahren, die das Handbuch gebührend erwähnt. Der gesamte dritte und letzte Teil der Marienenzyklika ist der mütterlichen Mittlerschaft in Christus gewidmet. Das Eigenschaftswort mütterlich hebt die typische Eigenart der Mittlerschaft Mariens heraus, die mit der Mittlerschaft Christi und den Aufgaben der hierarchischen Ämter verwechselt werden kann. Ist eine Mittlerschaft in Christus, das heißt, sie nimmt teil an dem, was Christus für uns wirkt und hängt gänzlich von ihm ab. Papst Johannes Paul II. Spricht in dieser Enzyklika und andernorts auch von der universalen Reichweite der Gnadenvermittlung Mariens. Einige Male bezeichnet er Maria ausdrücklich als Mittlerin aller Gnaden. Es gibt Theologen, die diesen Begriff nicht mögen, weil Maria nicht im strikten Sinne alle Gnaden vermitteln können, denn die ihr bei ihrem Lebensursprung mitgeteilte Gnade der unbefleckten Empfängnis habe sie sich nicht selbst vermittelt. Diese Beobachtung stimmt natürlich, aber sie trifft selbst auf Christus zu, der als Mensch nicht sich selbst die Gnade verdient hat, die er bei der Inkarnation von der Gottheit empfangen hat. Trotzdem bezeichnen wir ihn als Erlöser aller Menschen, auch wenn sich das Erlösen nicht auf seine eigene Menschheit bezieht.
Ebenso wenig sollte es Probleme bereiten, von der Meterin aller Gnaden zu sprechen. Im Zusammenhang des Glaubens ist klar, dass es sich um die mütterliche Vermittlung in Christus handelt. Die Kategorie der Mittlerschaft in Christus umspannt alles, was Maria für uns getan und gelitten hat, sowie ihre himmlische Fürsprache. Damit verwandt ist die Kategorie der geistlichen Mutterschaft, die ebenfalls in der Oration am Ende der Catena Legionis zum Zuge kommt. Maria, unsere Mutter, im eigenen Abschnitt des Handbuches zum Thema gemacht. Die Mutterschaft Mariens gegenüber uns wird begründet in ihrem Ja-Wort zur Verkündigung des Engels und ihrem Mitleiden unter dem Kreuz. Schon zuvor wird der heilige Augustinus zitiert, den Einfluss der Gottesmutter auf den gesamten mystischen Leib Christi beschreibt. Maria ist die Mutter aller Glieder des Erlösers, denn durch ihre Liebe hat sie bei der Geburt der Gläubigen in der Kirche mitgewirkt. Maria ist Mutter der göttlichen Gnade, Mutter Christi und Mutter der Menschen und so weiter. Besonders hervorzuheben ist die ausführliche Zitierung des apostolischen Schreibens Paulus VI. Signum Magnum. Im Jahr 1967, also Signum Magnum auf Deutsch, das große Zeichen der Apokalypse, Offenbarung Kapitel 12, zum 50. Jubiläum der Marienerscheinungen zu Fatima. Darin betont der Papst, dass die Lehre über Maria als Mutter der Kirche, also ihre geistliche Mutterschaft gegenüber allen Gliedern des mystischen Leibes Christi, von allen Christen zu glauben ist. Sozusagen ein Dogma des ordentlichen Lehramtes. Also nicht, es gibt nicht nur Konzilien und feierliche Aktien, es gibt auch das ordentliche Lehramt, die Lehrverkündung, das gehört dazu, sagt Papst Paul VI. Er schreibt, ich zitiere ihn nun, Maria ist die Mutter der Kirche. Sie ist die Mutter Jesu Christi und ihm als Gefährtin in der neuen Heilsordnung eng verbunden. Sie war die Gehilfin des Sohnes Gottes, als er die menschliche Natur aus Maria annahm. Doch nicht nur deshalb ist sie die Mutter der Kirche. Sie ist es auch, weil sie der ganzen Gemeinschaft der erwählten Menschen in ihrer Haltung als Leitbild voranleuchtet. Mit ihr, als der Mutter der Kirche, ist es ähnlich, wie natürliche Menschen leben. Auch Maria kann ihre Mutterschaft nicht allein auf die Geburt des Kindes beschränken. Auch sie muss ihre Mutterschaft ausweiten und sich dem Kind zuwenden durch Ernährung und Erziehung. Also keine, wo es biologisch Mutter, Mutterschaft heißt eben auch Erziehung. Das ist natürlich nicht zu unterschätzen. Genauso handelt die selige Jungfrau Maria. Sie nahm teil am Opfer ihres Sohnes, der Ursache unserer Erlösung. Sie tat dies so innig mit dem Opfer des Sohnes verbunden, dass sie vom Meer nicht nur als Mutter des Johannes bezeichnet wurde, sondern des ganzen Menschengeschlechtes. Denn dieses wurde von Johannes in seiner Person vertreten. So erfüllt sie auch weiterhin ihre von Gott gefügte mütterliche Aufgabe. Sie trägt dazu bei, das Leben in jedem einzelnen erlösten Menschen zu vermehren. Diese Tatsache bedeutet Trost. Nach Gottes Willen und seiner umfassenden Weisheit ist dies die Ergänzung im Heilsgeschehen für die Menschheit. Deshalb müssen alle Christen diese Wahrheit im Glauben bewahren. Ein hilfreicher Anlass, diese Glaubenswahrheit zu würdigen, ist der Pfingstmontag, den Papst Franziskus für die Weltkirche als Fest Mariens als Mutter der Kirche eingeführt hat. Also Mutter der Kirche ist nun das gleiche wie Mutter der Gnaden, Mutter der Gnaden. Das ist kein großer Unterschied, theologisch gesehen. Mutter der Kirche, darin zeigt sich die geistige Mutterschaft Mariens, die alle Menschen zu Gliedern der Kirche machen will, ihre allumfassende mütterliche Mittlerschaft in Christus. Der Rückblick auf die Anfänge der Legio Mariens vor 100 Jahren kann Mut machen, uns dem Wirken der Gottesmutter anzuvertrauen und trotz aller Schwierigkeiten einen geistigen Frühling vorzubereiten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.